So, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Paper Mario 2. Letzter Part dieser Session für heute und für diese Woche auch für mich. Zwar nehme ich ja nächstes Mal auf, weil dann, ja, meine 4 Tage sind dann rum, ich fürs Aufnehmen zur Verfügung habe. In dem Part machen wir Kapitel 5 endgültig beenden. Ja, wir haben zwar schon ein Sternjuwel, aber es geht noch ein kleines Stück weiter. Wow, Moment, bist du nicht der Typ von vorhin? War noch was? Captain Cortez, wir müssen reden. Du musst uns dein Schiff ausbauen. Was? Wieso soll ich euch mein Schiff geben? Und wer bist du überhaupt? Ich bin Corsario und es gibt da ein kleines Problem am Strand. Piraten greifen die Inseln. Wir müssen unsere Freunde beschützen. Und dafür wollten wir uns dein Schiff borgen. Hey, kein dummes Zeug, Mann. Glaubst du wirklich dafür, ich gebe euch das Schiff? Und ganz nebenbei, die Black Skull kann nicht so einfach in See stechen. Ohne das magische Schädeljuwel kann das Schiff nirgendwo hin segeln. Das Schädeljuwel? Ist es etwa das hier? Oh, tatsächlich, das Schädeljuwel! Alles gut, wie wär's damit? Du bekommst mein kostbares Familienerbstück und dafür leihst du uns dein Schiff. Das ist fair, oder? Was meinst du, Cortez? Also waren es deine Ahnen, die das Juwel geraubt haben. Und jetzt soll ich dir auch noch mein Schiff geben? Ich werde dir das Juwel einfach abnehmen. Moment mal, da musst du aber erst noch gegen Mario kämpfen. Und inzwischen versenke ich das Sternjuwel auf dem Meeresboden. Ist das, was du willst? Was für ein hinterhältiger kleiner Arschgeier. Na gut, einverstanden. Der Handel gilt, aber wehe, du wirfst das Juwel weg. Ah, Verhandlung erfolgreich. Ich bin eben nicht umsonst ein professioneller Händler. Man muss nur reden, dann erreicht man schon viel. Also bitte hier für dich. Jetzt geht's los. Wunderbar, jetzt kann die Black Skull endlich wieder segeln. Ich wollte auch schon was gegen dieses Geballer aus unternehmen. Endlich wieder ein Kampf. Hat ja auch lang genug gedauert. Gut, dass du das Reden mir überlassen hast, Mario. Los, gehen wir. Lasst uns die Schlacht beginnen. Hey Leute, schön euch zu sehen. Dieser Kerl soll nicht ungeschoren davonkommen. Wäre blöd, wenn Corsario den Ruhm alleine einsackt. Also los, Captain! Jetzt geht's ab hier! Endlich wieder aufs Meer! Wollen wir Wind und Wasser? Los, Leute, wir legen ab! Jetzt geht's ab hier! Hurra, Feuer frei! Denk nicht, uns geht die Munition aus! Unverschämtheit! Ohne Erlaubnis einfach meine Insel zu beschießen! Und? Oh, meine Fresse! So macht man den Berg auf! Einfach mal aufreißen! Was denn nun? Oh, jetzt geht's ab hier! Oh, die Wasserschlacht auf Doom! Das, was mich daher, sie hinter haben am Schiff von den Kruzierern, stört mich irgendwie etwas. Nämlich irgendwie an einen Schwanz, einen Schauschwanz. Die steht auf Schaus, oh Gott! So, erstmal ordentlich andocken. Diesen einen Kahn werden wir auf den Grund schicken. Und ich werde dich töten. Hey, ihr Pilzgesichter, alle Mann zum Angriff! Bam, 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 bam. Fisting! So, Mario, jetzt bist du an der Reihe. Jetzt Zeit für eine Abrechnung. Der Kampf beginnt zwischen Mario, dem mächtigsten Person auf der Welt, und Grozillus, dem größten Arschloch auf der Welt. Heute werde ich dir schicke Fische futtern. Nein, andersrum. Heute werde ich euch zu den Fischen schicken. Hey, seid ihr bereit?
Ach, dein Trupp macht mir keine Angst, du Schwein. Ich würde jetzt erstmal auf dich, auf den Trupp losgehen, so der Deska. Dann wechsle ich Bart ob mit Gumprina aus. Wir müssen erstmal wissen, wie viel Power wir hier zu tun haben. Denn ohne Angaben bringt uns das gar nichts. Soldat Deska ist weg. Jetzt ist Gumprina an der Reihe. Ha, daneben, du Arschgesicht! Sollten wir noch ein Glück gehabt und anlegen, dann sind wir laut. Champ Gamer, ziemlich schwer zu treffen. Ich weiß nicht, will ich die unbesiegbare Ausweichfähigkeit haben? Ich weiß nicht. Scanner. Der schon wieder. 30. Ja. Ja, sehr gut. Wir könnten ein Bingo hinlegen. Wir müssen warten, bis die Geschwindigkeit wieder runternimmt. Sobald das Tempo dann wieder von der Emulation runtergeht, werden wir beim Bingo aufräumen. Jetzt warten wir ab. Scheiße, ich wollte eigentlich. Ich hätte ein Glücksspiel oder so. Wir müssen nochmal schaffen, ein Bingo zu erzeugen. Wir machen Bingo. Ja, ich wollte Ärger, wenn das so ist. Angetreten! Ach du meine Scheiße. Ist das Hardcore? Ich tausche. Er wird nicht sterben. So. Was sage ich? Er kommt wieder. Mit ganz vielen. Ja, starke Leistung. Was dachte ich schon? Ihr hättet mich erledigt. Aber der Kampf geht weiter. Böse Jungs sind normal meistens schlechte Verlierer. Och, jetzt macht er den einen auf Traumball. Jetzt wissen wir erstmal, wo die Idee herkommt. Verdammt. Ich scanne Soldat Deska. Perfekte! Jetzt können wir es schaffen, nochmal ein Bingo zu erzeugen, jetzt solange die Framerate runter ist. Wir warten, bis die Framerate wieder abdriftet. Moment, Leute, ich warte auf den perfekten Zeitpunkt ab. Bingo! Jetzt, ich habe genau auf die Blume gewartet. Jetzt, da die Blume kam, konnte ich mir. Du hast gecheatet, du hast auf die langsame Flow-FPS-Methode gemacht. Ich hätte auch getroffen, wenn ich musste ja nur auf die Blume achten. Ich musste erst mal sehen, welches auf das Symbol soll ich aufpassen. Ich musste ja nur auf die Blume aufpassen. Ich könnte auch mit langsamer Framerate das schaffen, mit schneller Framerate. Dafür müsste ich ja nur mit Glück haben, dass ich wieder Blume erwische. Ich kenne ja jetzt diese. Ich muss ja nur auf das Symbol achten, was davor kommt. Dann kann ich es treffen. Da weil mir sowieso langsam vorher, wenn sowieso Tagesordnung immer ist. Oh Gott, Bingo darf ich die treffen. Ich kann ordentlich bald wieder meinen Bingo-Counter anfangen hoch. Ich weiß nicht, wie hoch der Bingo-Counter jetzt ist.
Ach du Scheiße! Scheiße, wir haben ein Problem! Ich war super fit. Ja, ist super fett, wie viel wir kriegen können. Also wir uns da nicht aufladen können. Da war ich auch ne. Jetzt macht er wieder einen auf Traumball. Wir dürfen jetzt ohne kein Bingo hinkriegen, wenn wir jetzt wieder ein Bingo machen. Sehe ich schwarz. Erstmal soll der Desk erledigen. Gut gemacht. Das sieht schlecht aus. Sternfit. Sehe gerade richtig schwarz. So. Jetzt kommt die langsame Frame-Rate wieder zurück. Und KP ist wieder aufgefüllt. Die schaffen es irgendwie noch. So. Acht hat er abgezogen. Jetzt ist da Risikospiel oder ne? Ich gehe Risiko ein. Nein! Perfektes, wir haben noch Glück gehabt. Wir müssen aber jetzt echt aufpassen, wir spielen jetzt hier mit Risiko jetzt. Der mit einer Fake-Eggman-Lizenz, die geht mir auf den Sack. Yep, wir könnten gewinnen. Nein, Wurfbeam würde es nicht richten. Ich muss dafür, wenn ich Wurfbeam einsetzen will, muss ich eine Runde überleben. Und muss ich auch ein gutes Wissen lassen. Dann könnte die Chance bestehen. Aktuell sieht es nur noch schlecht aus. Jetzt auf Wurfbeam zu wechseln, ist absolutes Risikospiel.
Ja, Leute, der Kampf ist so spannend. Ich weiß nicht, wann der enden wird. Während Kruzillus noch in den Arsch treten. So, jetzt geht's um die letzte Runde. Wenn wir die durchstehen, dann wird's für Kruzillus der Abgang werden. Der richtig coole Abgang. Na dann. Beinahe. Ich lasse mich treffen. Jetzt bringen wir es zu Ende. Wir können es auf Attacke spielen oder wir machen direkt, da wir mit Attacke jetzt durchkommen könnten. Weil jetzt ist der Nebel weg. Bringen wir es zu Ende, Leute. Der Kampf ist vorbei. Und es reicht aus für ein Level Up. Das kommt uns gelegen. Das Level Up kommt uns so gelegen. Wir wollen sowieso den Kraft Plus Orden holen. Also, wir haben gerade rechtes Glück bekommen. Mit dem einen Bingo, was ich ein bisschen mit abgepasst. Da habe ich jetzt wirklich gewartet, bis die Frame Rate ein bisschen runtergeht. Hat nicht damit zu tun, dass ich jetzt hier ein bisschen ercheatet, bis ich ein bisschen herankommen wollte. Ich wollte nur wissen, welches Symbol es war, auf welches ich achten musste, weil ich wusste ja, auf welches Symbol soll ich klicken. Es war die Blume. Jetzt muss ich schon verflucht, schon wieder verloren. Ihr wisst, es war trotzdem noch, trotz Low Frame Rate noch ein bisschen ziemlich schnell, das muss man ehrlich sagen. Hätte ich die Blume die rechtzeitig angepasst mit dem Timing und dann die Blume rechtzeitig berührt, wäre es nicht geklappt. Und wie? Bitteschön, soll ich Gruzus das erklären? Na warte! Hau ab, du Arsch! Super Mario, eine Sorge weniger! Und jetzt kommt das auf alle Dinge. Es ist soweit. Erstmal kommt die Epilepsie. Die hat noch gefehlt. Schon wieder ein Fehlschlag. Was soll das? Ich bin in Vergebung. Wir standen kurz davor, ihn zu kriegen, dachte ich. Kruzillus, halte ich bis auf Weiteres bereit. Aber das ist deine letzte Chance. Verstanden? Verstanden. Und weg jetzt gelten. Hey du! Zu Befehl? Sag dem Schanzke, wir sollen diesen Mario kriegen, und zwar schnell! Zu Befehl! Das ist ja, jetzt frag ich mich, warum heißt das doch Schanzke? Barbara gehört jetzt zu uns? Wir haben eins, Mario schon fünf, wir müssen etwas tun. Die sind doof. Jetzt kommt wieder Tesh. Das vorletzte Mal, glaube ich, müsste es jetzt sein. Schon wieder, was er wohl diesmal will. Was ist? Dieser musste etwas Gefährliches tun. Was? Du musst dich in Kruzus Zimmer schleichen und eine Datendisk suchen. Eine Datendisk? Ich habe Zugang zu allen Daten im Netz, aber nicht zu den Daten auf Computern, die nicht ans Netz angeschlossen sind. Kruzius verfügt über Informationen, auf die ich keinen Zugriff habe. Aber ich benötige diese Informationen. Aber wie soll ich dir das tun? Wieder verkleiden? Nein, diesmal nicht. Dieses Zimmer darf niemand außer Kruzius hinein. Ist Kruzius nicht da, bewachen zwei seiner Leute den Eingang. Aber es gibt einen Weg. Du musst nur tun, was ich sage. Es tut mir leid, dass ich so etwas Gefährliches von dir verlange. Aber außer dir kann ich niemanden darum bitten. Das macht nichts, ich sag einfach, was ich tun soll. Gehst du jetzt innen raus und fahr mit dem Fahrstuhl nach oben. Okay. Sobald dann dieses schöne Speichern kommt, beende ich den Part. Noch so zur Info.
Hoch mit uns. Erst entfernst du dich von Kruzes Zimmer. Geh in das Zimmer mit den grünen Licht links vom Fahrstuhl. Das nicht? So. Hier kannst du einen Trank mixen, der dich unsichtbar macht. Ein Trank, der unsichtbar macht? Du machst dich unsichtbar und gehst in ein großes Zimmer. Gut, was soll ich tun? Stell zunächst die Flaschen vom Tisch in die Mixermaschine hinten. Aber ich weiß nicht, welche Flasche an welche Stelle gehört. Irgendwo im Zimmer haben unsere Forscher ihre Notizen zurückgelassen. Folge diesen Hinweisen und stell die Flaschen in die Maschine. Oh, jetzt machen wir einen auf der Tastisch auch noch. Zwischen grün und rot. Was kommt da hin? Müssen zwei andere Flaschen. So. Da haben wir es doch. Wir machen wirklich einen hier auf der Tastisch. Gut. Links im Zimmer ist eine Schalter. Drücke ihn. Okay. Und jetzt drücke jeweils den Knopf, wenn das Bechgläser stehen bleibt. Na dann. Wow. Okay. So. So, und jetzt? Die Flüssigkeit wird 30 Sekunden erwärmt. Warte genau 30 Sekunden und drücke dann auf den Schalter. Meinetwegen gucke ich auf die Uhr. Jetzt. Komm, ich glaube das. So, jetzt hoffe ich, dass es klappt. Bitte, Timer, lass mich jetzt wirklich im Stich. Noch 10 Sekunden, komm. Jetzt bitte. Jetzt! Bitte. Hab geklappt. Jetzt müsste sie fertig sein. Ja. Was du meinst hier? Meinst du jetzt sicher? Bitte trink. Geklappt. Sehr gut, du bist völlig unsichtbar. Du musst nur noch dein Kleid ausziehen. Auf der beste Trank kann ein Kleid nicht unsichtbar machen. Was soll? Na gut. Oh mein Gott! Geh kurz ins Zimmer und such die Datendisk. Die leg die Datendisk in den PC und verbinde ihn mit dem Netzwerk. Komm dann in dieses Zimmer zurück. Ich zeige dir dann, wie du dich wieder zurück wie sichtbar machst. Ganz schön kompliziert. Geh jetzt schon in kurz ins Zimmer. Oh, es wird überall länger. Ich sag's euch. Was? Was ist das? Niemand da und die Tür geht auf? Ist wahrscheinlich kaputt. Nein, ich bin nackt! Nein! Das ist krank, wer ich meine, kann das nicht. Oh nee.
Ich bin froh, dass ich meine SKP bin. Ihr wollt es nicht vorstellen. Was meine SKP mit so Typen hat. Ach, da wäre Techtastisch. Na, Techtastisch. Hier, spann dich mal aus. Deine Freundin ist doch scheiße. Ich bin besser. Siehst du? Jetzt müssen wir abhängen. Oh, Techtastisch Freundin wird ihn jetzt hassen. Oh, ich bin so ein fieses Schwein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Hä? Was zum? Das ist ja kurzes Zimmer, aber wo ist die Dandisk? Ah, hier ist sie. Also, sie ist in den Computer an den mit dem Netzwerk verbinden, genau. Ja, es funktioniert. Das war's sicher. Jetzt muss ich nur noch zurücklegen, sonst. Hierhin. Wow, ich wusste auch nicht, dass Peach so begabt ist. Der ist total verarscht. Der fühlt sich jetzt total verarscht. Langsam, aber sicher will ich auch den Pop beenden. Na dann sollten wir uns beeilen. Vorbei. Hallo, Techtastisch, du harter Ficker, ey. Ich mach seine Freundin aggressiv. Man glaubt es kaum, was ich für kranke Gedanken habe. Ich weiß nicht, ob Texas wirklich auf Peach steht. Ich weiß es nicht. Müsste ich ihn mal fragen. Danke, Peach. Konnte dann erfolgreich lesen. Ach, so ein Glück. Sag dir, wie du deinen Gestalt wiedererlangst. Trink die grüne Flüssigkeit. Da verwandelst du dich zurück. Moment mal. Das ist besser als so die Grünflüssigkeit, nicht wahr? Ach, zum Glück, wenn das nicht funktioniert hätte. Komm zurück in mein Zimmer. Okay. Ich bin jetzt Peach. Nee, bist du nicht. Übrigens, Tesh, was waren das eigentlich für Daten? Analyse läuft doch, viele der Daten sind geschützt. Aber wenn meine Vermutung sich bewahrheitet. Sich bewahrheitet? Darf ich euch was erzählen, Leute? Ihr wisst ja, gut, es ist ein Windows 98 PC in Wirklichkeit. Dann ist sein PC, den wir jetzt gerade benutzt haben, ein PC mit MS-DOS. Wow, der MS-DOS und das funktioniert auch noch. Geile Scheiße. Respekt an dich, Bro. Nein, keine Vermutungen. Ergebnisse werden genannt, sobald die Analyse beendet ist. Falls erforderlich, kannst du jetzt eine Mail schreiben. Na gut, du wirst mir alles sagen, wenn du es verstanden hast. Dann schreibe ich jetzt eine Mail. Es klappt aber nicht immer und ich sage euch, Leute, der letzten Peach-Episode, die wir sehen werden hier, dann ja. Dann wird euch was ganz Besonderes erwarten, also da wird was passieren. Na, verschickt. Für heute war das alles. Bitte kehr in dein Quartier zurück. Gut, bis dann, Tesch. Danke, Prinzessin. Keine Ursache. Prinzessin ist so nett, nur. Und ja, das war's für diesen Part. Endgültig, ich bin fertig für heute. Ich werde dich schützen. Vor Crucius, der wird eines Tages mitbekommen. Immer wird das mitbekommen, ich bin mir ganz sicher. Wird auch passieren, mit Sicherheit. Ist doch klar. Ich weiß schon, dann beende ich die Emulation. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar und vergesst es wertvoll nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Für mich nächste Woche. Ihr seht ja morgen den nächsten Part. Also,
Bis dann, Leute!